dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Liebe Clubfans, ich darf euch recht herzlich begrüßen hier im Presseraum unseres Stadions. Das nächste Highlight nähert sich mit großen Schritten, und zwar steht der Wermesgrüner Cup an. Am 3. Januar 2020 gibt es feinsten Hallenfußball in der GTEC Arena, und da wird unser 1. FC Magdeburg sich das erste Mal präsentieren im neuen Jahr. Die Krämer 11 wird auflaufen in der Halle gegenüber in der GTEC Arena, und dieses Highlight wollen wir dann mit großen Schritten jetzt mal anschauen. Es gibt am heutigen Tag mit großer Spannung erwartet die Gruppenauslosung. Wir haben insgesamt 12 Teilnehmer Anfang 2020 dabei, die sich dann messen werden in der GTEC Arena. Und dazu kommt, dass 2 Partnervereine aus dem Partnervereinsnetzwerk des 1. FC Magdeburg dabei sein werden. Wir schauen erstmal hinein, wen darf ich heute begrüßen? Marius Sowislo, unseren Leiter des Partnervereinsnetzwerks mit Blau-Weiß vereint, und Heiner Laugisch. Heiner Laugisch hat viele Jahre den Vorgänger des Wermesgrüner Cups organisiert. Das ist der Kroschke Cup gewesen. Heiner hat verdienstvoll für den 1. FC Magdeburg daran gearbeitet, dass der Nachwuchs gefördert werden kann. Und wir freuen uns, dass Heiner heute neben Marius ebenfalls als Losfee dabei sein wird. Und ich begrüße Mario Winkler, den organisatorischen Leiter des 1. FC Magdeburg e.V., Leiter der Organisation im Sparkassen-Nachwuchs-Leistungszentrum. So, wir wollen nicht lange reden. Vielleicht, bevor wir zur Auslosung kommen, Marius, wir wollen gern 2 Partnervereine aus dem Partnervereinsnetzwerk dazu losen. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie viele Partnervereine begrüßt der 1. FC Magdeburg im Moment in seinem Portfolio, und wer hat sich vielleicht so beworben bei diesen 30 Teilnehmern? Wärst du dabei? Ja, also wir haben mittlerweile 145 Partnervereine aus ganz Sachsen-Anhalt, aus der ganzen Region, aus ganz, ganz vielen Kreisen. Und ja, das ist querbeet. Also wir haben ganz viele Kreisligisten dabei, aber auch Landesligisten, die ein gewisses Niveau auch mit sich bringen. Also eine bunte Mischung. Klötzke ist dabei, Biendorf ist dabei. Wir haben auch regionale Vereine aus Magdeburg mit dabei. Schwarz-Weiß Bismarck ist mit im Topf. Also ich denke, da können wir uns sehr freuen, wer gezogen wird, weil für die ist es bestimmt ein Highlight. Genau, Highlight ist das Stichwort. Heiner Laugisch, mittlerweile der Wermesgrüner Cup, ehemals Kroschke Cup. Was hat es für dich immer bedeutet, den Kroschke Cup zu organisieren? Mit welchen Herausforderungen war das vielleicht auch verbunden? Und wie sehr freut es dich, dass der FCM diesen Cup gemeinsam mit Wermesgrüner fortführt? Naja, also als ich damals den Kroschke Cup ins Leben gerufen habe, da war die Devise für mich, den Nachwuchs zu fördern. Und der Nachwuchs ist ja bei FCM immer eine Tradition gewesen. Und die wollte ich dann auch finanziell unterstützen, damit wir weiter junge Spieler nachbauen können, ja, für unsere Hauptmannschaft. Und ich freue mich und möchte mich auch gleichzeitig immer die Gelegenheit wahrnehmen, mich beim FCM zu bedanken, dass der FCM auch diesen Kroschke Cup weiterführt. Wir haben den Wermesgrüner Cup. Damit ist auch für die Mannschaften in Magdeburg und für die Zuschauer, für die Fans in Magdeburg immer eine Gelegenheit, praktisch im Januar solchen Cup zu sehen. Ja, und ich finde das auch in Ordnung, dass die Traditionsmannschaft da mitspielt, weil das sind ja alle Spieler, die hier auch mal aufgewachsen sind in Magdeburg. Und wenn die daran teilnehmen, ist das für die Zuschauer, für die Fans immer eine große Begeisterung. Vielen Dank, Heiner. Mario, vielleicht erklärst du uns noch mal einmal ganz kurz, was jetzt gleich passieren wird. Wir befinden uns in diesem Zuge, dass wir 2 Partnervereine gleich aus dem Topf ziehen. Was passiert da genau? Ja, also als erstes, wir werden in diesem Jahr beim Wermesgrüner Cup das erste Mal mit 12 Teams am Start sein und in 3 Gruppen starten. Die größte Neuerung, was auch für Spannung sorgen wird, ist, dass wir erstmals Viertelfinalspiele dabei haben werden, was sicherlich dann den Charakter noch ein bisschen verstärkt und sehr interessant sein wird für die Zuschauer. Zuerst ziehen wir aus diesen 30 Partnervereinen, die sich beworben haben über das Partnervereinsnetzwerk, 2 Vereine aus. Die wandern dann quasi in den Topf, wo alle anderen Vereine mit drin sind. Und zu dem genauen Prozedere nachher bei der Gruppenauslösung kommen wir dann nochmal separat. Gut, dann schreiten wir voran und werden den ersten Partnerverein ziehen. Wir schauen gespannt auf das Los. Das ist der Flechtinger SV. Der Flechtinger SV wird als erster Partnerverein mit beim Wermesgrüner Cup Anfang Januar dabei sein. Marius, was gibt es zum Flechtinger SV zu sagen?
Ja, das war auch ein toller Besuch, wie viele weitere, die ich mittlerweile genießen durfte. Ich bin, glaube ich, bei mittlerweile 80 Partnervereinen persönlich vor Ort gewesen. Ja, und Flechting ist halt ein Kurort, das muss man sagen. Da ist auch eine Herzklinik. Also jeder, der Herzprobleme bekommt, vielleicht auch nach unseren Spielen, die an die Nerven gehen, kann natürlich sehr gerne mal in Flechting vorbeischauen. Da haben die eine schöne Ritterausstattung auch, womit ich auch begrüßt wurde. Ein schönes Schild habe ich in der Hand gehalten. Ein sehr sympathischer Verein und ich glaube, die Freude ist da riesengroß, weil der Verein eine Tradition hat und gerne sich auf dem Weg hier zu uns macht. Vielen Dank. Dann schauen wir, wer Nummer 2 sein wird. Roter Stern Sudenburg. Marius, du grinst schon. Sagt dir das was? Ja, der Werner-Sprünner Cup ist ja natürlich ein regionaler Cup und ja, Roter Stern Sudenburg ist nicht ganz so weit. Also ich glaube, die müssen keine Übernachtung hier planen, sondern können einen Tag anreisen. Also ein toller Verein. Ich glaube, die haben auch viel in der Entwicklung hineingesteckt. Also ich glaube, die Freude ist da ebenso groß wie in Flechtingen. Also ein regionalen Partner und dann halt noch einer, der ein paar Minuten länger anfahren muss. Sehr schön, freue ich mich. Das war das Prozedere. Leider gibt es weitere 28 Teilnehmer, die nicht dabei sein können. Wir hoffen auf euer Verständnis und hoffen, dass ihr euch vielleicht im nächsten Jahr auch wieder bewerbt, damit ihr dabei sein könnt. Wir würden jetzt zum zweiten Teil übergehen und das ist die Auslosung der Gruppenphase des Werner-Gründer Cups 2020. So, dann schreiten wir jetzt voran und kommen zur Gruppenauslosung für den Werner-Grüner Cup. Insgesamt sind es 3 Gruppen, wie von Mario Winkler erklärt. Gesetzt sind in Gruppe A der 1. FC Magdeburg, das Profiteam. In Gruppe B ist es die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg als Gruppenkopf. Und in Gruppe C Regionalligist VfB Germania Halberstadt. Diesen beiden Gruppenköpfen werden dann jeweils 3 Teams hinzugelost und werden dann diese 3 Gruppen vervollständigen. Starten wir durch. Gerne. Heiner Lausch beginnt. Wir starten in dem Modus, dass ein Los gezogen wird und dann jeweils abwechselnd Gruppe A, B, C hinzugelost wird. Und zwar SSV Besiktas. SSV Besiktas, Sie wissen das hier, 03, ist der Erste. Ja, Besiktas gesellt sich zum 1. FC Magdeburg in die Gruppe A und ich denke, Besiktas ist immer bekannt für gute Stimmung in der Halle, bringen viele Fans mit. An der Stelle freuen wir uns schon auf die Grün-Gelben. Das muss nur für Matze Kali, ja. Wir schauen auf Gruppe B. Wer gesellt sich zur Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg? Ja, ich stehe halt für das Partnervereinsnetzwerk. Ich stehe für das Partnervereinsnetzwerk. Ja, Flechtinger SV, würde ich sagen. Ja, also der Flechtinger SV freut sich auf spannende Duelle gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC. Und Heiner Lausch setzt fort. Wir schauen auf Gruppe C, wer gesellt sich zum VfB Germania Halberstadt. So, gegen Germania Halberstadt. Wer ist der Gegner? Ja, Roter Stern Sudenburg ist das. Das zweite Partnervereinsnetzwerksmitglied gesellt sich zu Germania Halberstadt. Gruppe A, wer trifft weiterhin auf den 1. FC Magdeburg? Es ist der VfB Ottersleben. Der VfB Ottersleben ist mit in Gruppe A platziert und trifft auf die Kremer Elf. Oh, MSC Preußen. MSC Preußen. MSC Preußen marschiert in die Gruppe B. Heiner, du hast noch was zu sagen? Nein, Preußen, da muss ich sagen, da habe ich mal den Crossfit Cup mit begonnen im Jahr 2000. Ja, und
Dann muss ich sagen, ja, ich war damals Fördervereinsvorsitzender bei Preußen und habe da auch finanziell immer große Unterstützung gewährt. Aber ich muss sagen, ich habe mich dann zum FCM Magdeburg hingezogen, aufgrund einiger Dinge und weil ich dann auch persönlich sagen musste, der FCM Magdeburg spielt eigentlich die dominante Rolle hier. Und da war das natürlich nicht die Freude sehr groß bei Preußen, aber trotzdem hatte man sich dann ja später daran gewöhnt. Und es ist auch besser so gewesen, denke ich mal. Alles klar, Heiner, vielen Dank. So, wir schauen weiter, Marius. Wen hast du gezogen? Das ist der FSV Barleben. Der FSV Barleben in der Regel auch ein sehr starker Teilnehmer für diesen Wernesgrüner Cup. Wir freuen uns da auf spannende Spiele. Und der FSV Barleben geht in die Gruppe C zu Roter Stern Sudenburg und zum VfB Germania Halberstadt. Wir werden jetzt, die Kugeln rollen ganz schnell, wir werden jetzt die Gruppe A vervollständigen. Die Gruppe A. Einer Laubisch. Der SSV Fortuna Magdeburg. Der SV Fortuna Magdeburg geht in die Gruppe A und vervollständigt damit die erste Gruppe des Wernesgrüner Cups. Fortuna Magdeburg. Marius, TuS 1860 Magdeburg Neustadt. Die marschieren in Gruppe B, gehen zur Traditionsmannschaft des ersten FCM, zum Flechtinger SV und zum MSC Preußen. Wir haben noch eine Kugel verbleibend, da gibt es nicht mehr allzu viel zu mischen. Die Glückskugel dann. Das wird die Glückskugel, sagst du, Heiner. Wir schauen mal, wer da dabei ist. Wenn man denkt, wer da drin ist, ist ja schön. Das ist ja nur MSV Börde. MSV Börde. Genau, der MSV Börde. In die Gruppe 3. Und ja, da habe ich auch viele Erinnerungen noch an MSV Börde. Muss ich sagen, MSV Börde habe ich auch noch finanziell unterstützt mit solchen Jugendturnieren. Und naja, war dann immer bekannt, einmal, wenn man einmal dann finanziell unterstützt, wird man immer wieder gefragt bei den nächsten Turnieren. Und na so nebenbei habe ich jetzt auch, wenn das gestattet ist zu sagen, unterstütze ich jetzt auch sein Jugendturnier im Dezember wieder für die A-Jugend mit Geld, ja, und für Pokale und Medaillen. Und ich habe da auch eine Freude dran, also wenn die Kinder oder wenn die Jugendlichen dann spielen und da bleibt ja wenig Geld nach unten über, ja. Und der Stadtbund Magdeburg, Stadtverbund Magdeburg mit dem Präsidenten Volker Buhls freut sich ja. Die sind alle hoch erfreut natürlich, wenn man sie finanziell unterstützt. Mache ich auch gerne. Und solange ich das noch machen kann und bin gesund, mache ich das auch weiter. Dankeschön. Heiner, vielen Dank. Ja, was gibt es abschließend noch zu sagen? Wir werden euch im Nachgang noch einmal die drei Gruppen einblenden. Welche Teilnehmer sind am Ende dabei? Die Tickets für den Wernesgrüner Cup, die gibt es ab kommenden Dienstag. 10.12. im Vorverkauf erhältlich, im Volksstimme Service Center, Biber Ticket Hotline ist möglich und auch der FCM Total, der Fanladen, bietet die Tickets an. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei Mario Winkler, Heiner Laubisch und Marius Sowislo als unsere Losfeen. Wir freuen uns, denke ich, auf einen spannenden Wernesgrüner Cup gleich zu Beginn des Jahres 2020 und freuen uns, wenn ihr dabei seid, Blau-Weiß unterstützt und natürlich alle anderen Mannschaften aus der Landeshauptstadt und Region. Vielen Dank für euer Zusehen. Macht's gut.